Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich mal ein neues Format ausprobieren und wenn euch dieses Format gefällt, dann wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch ein paar Mal häufiger kommen. Dazu würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euer Feedback dazu in die Kommentare schreibt, genauso wie Verbesserungsvorschläge und vielleicht einen Namen für dieses Format. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Wenn ihr natürlich keine weiteren Videos hier von diesem Format und generell keine Videos mehr auf dem Kanal verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir wahrscheinlich auch live sein, wenn dieses Video online kommt. Würde mich auf jeden Fall freuen und ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt erstmal das Format. Und zwar werden wir uns hierbei verschiedene Replays anschauen und dann werde ich im Prinzip so ein Quiz machen. Das heißt, wir schauen uns verschiedene Szenen, zum Beispiel aus dem FNCS Invitational Event an und dann stelle ich euch so Auswahlmöglichkeiten bereit und dann könnt ihr sozusagen aussuchen, was ihr an der Stelle des Spielers gemacht hättet und das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut Game Sense trainieren und ich hoffe, euch gefällt das Ganze natürlich. Ich würde mal sagen, wir beginnen heute mit dem FNCS Invitational Event. Ich denke mal, beim nächsten Mal wird es dann mit den Cash Cups weitergehen. Da kann man sich leider immer nur die Runde 2 anschauen. Bei der Runde 1 gibt es immer leider keine Zuschauermöglichkeiten dafür. Deshalb kann ich euch davon dann auch immer nur die zweite Runde zeigen. Allerdings wird es, wie gesagt, heute mit dem FNCS Invitational Event losgehen und ich würde sagen, wir gehen direkt in die erste Szene rein. Die erste Szene stammt jetzt aus der ersten Runde von Mage oder Mage, wie auch immer der ausgesprochen wird und hier sehen wir ihn auf das Agency-Gebäude zufliegen und an der ersten Stelle sehen wir hier zum einen einmal eine AR, die vorne liegt und hinten liegt dann eben halt eine Tag. Hier wäre die erste Möglichkeit dann auf der AR landen und damit den Gegner noch abschießen, während er in der Luft ist. Die zweite Möglichkeit wäre dann auf der Tag landen und damit dann versuchen, den Gegner zu killen. Und die dritte Möglichkeit wäre, gar nicht oben auf dem Gebäude drauf zu landen, sondern auf einem der beiden Seitengebäude. Ich würde sagen, wir schauen uns dann jetzt einmal an, was er gemacht hat und ich kann schon mal soweit sagen, es war nicht die beste Entscheidung, denn er geht auf die Tag und wird eben halt instant von der AR gelasert. Hierbei wäre dann auf jeden Fall besser gewesen, zuerst die AR zu nehmen und dann damit den Gegner hier, der vielleicht auf der Tag landet, abzuschießen oder alternativ eben halt gar nicht dort oben drauf zu landen, wobei dann eben halt auch die Chance sehr groß gewesen wäre, dass der Gegner dort oben einen dann vielleicht hier unten abgeschossen hätte. Deshalb wäre hier einfach das Beste gewesen, auf der AR zu landen. Und ich würde sagen, wir gehen damit dann in die zweite Szene rein. Als nächstes schauen wir uns dann eine Szene von Controller 007 an, einem deutschen Spieler tatsächlich, der auf dem dritten Platz ist. Und hier ist es tatsächlich schon die Endgame-Situation, also nur noch 26 Spieler am Leben und schon eine dynamische Zone. Bekommt hier am Anfang ein bisschen Damage und steht dann relativ lange in der Zone, alleine nur mit einem Medkit. Und hat dann eben halt an der Stelle nur noch 50 HP. Hierbei werden dann die Möglichkeiten entweder in die nächste Zone laufen und dann dort eben halt vielleicht das Medkit nehmen oder direkt hier das Medkit nehmen, wo man geschützt unter den ganzen Buildings ist. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt wieder an, was hier der Controller 007 gemacht hat. Wie man sieht, hielt er sich jetzt hier mit dem Medkit, obwohl die Zone tatsächlich genau wieder auf der anderen Seite ist, also nochmal deutlich weitergeht. Und wir werden mal schauen, ob das eine kluge Idee war oder ob das eher nicht ganz so schlau war. Hier sieht man schon, er muss sich ordentlich durchboxen, ist wieder auf 50 HP, das heißt, das Medkit hatte an der Stelle schon gar kein Value und es hat sich soweit eigentlich überhaupt nicht gelohnt. Hier wird er natürlich nochmal lower, bekommt den Gegner allerdings trotzdem. Jedoch hat man auf jeden Fall gesehen, das Medkit hat sich an der Stelle auf jeden Fall gar nicht gelohnt, da er vielleicht am Ende sonst früher in die Zone gekommen wäre und hätte sich vielleicht hier dann noch am Baum ein paar Meds farmen können. Wäre vielleicht auf jeden Fall besser gewesen und so ein Medkit zu nehmen ist auf jeden Fall immer nicht die schlauste Methode. Als nächstes haben wir hier eine Szene von Light Fishy. Und er hat ja einen Gegner, beziehungsweise wollte erstmal den Loot nehmen, hat dann bemerkt, dass ein Gegner drin ist, grappelt sich direkt von dem Gegner weg, weil er immer gehört hat, dass der Gegner eben halt die Drumgun hat und wollte den dann eben nicht fighten, wird allerdings beim Weggrappeln extrem krass gelasert, gönnt sich dann ein paar Minis und ist dann wieder auf 108 HP, lasert den Gegner komplett weg mit einer schönen 140er Burst, sogar mehr als 140 Damage eigentlich. Aber auf jeden Fall komplett krasser Laser, Gegner unter 60 HP, was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut ist. Und was würdet ihr jetzt an seiner Stelle machen? Würdet ihr den Gegner direkt pushen, euch gar nicht weiter healen, euch nicht den Biggie gönnen, sondern den Gegner einfach pushen und den Kill dann eh mal clearen? Oder würdet ihr als zweite Möglichkeit euch erstmal healen, dann auf den Gegner gehen und den
Kill dann so klären? Oder würdet ihr euch als erstes healen und dann einfach von dem Gegner weglaufen, um eben halt nicht nochmal so einen Laser zu bekommen? Wie schon beim letzten Mal, werden wir uns jetzt anschauen, was Lightfish hier macht. Und man sieht auf jeden Fall, er guckt kurz, ob der Gegner sich eventuell healt oder ob er auf dem piekt. Und dann bemerkt er eben halt, der wird sich wahrscheinlich healen oder wird sich zurückgezogen haben. Weshalb er eben halt dann erst dann weggeht, weil er eben halt nicht weiß, ob der Gegner nicht eventuell auch Minis und Biggies hat. Und dann wieder genauso viele Leben, wie er selbst hat. Weshalb er eben halt einfach weggeht und ein bisschen disengaged. Sich hier lieber das Lagerfeuer erstmal gönnt und dann ganz entspannt wieder das Ganze macht. Was auf jeden Fall hier, glaube ich, die deutlich bessere Möglichkeit gewesen ist. Weil eventuell hätte er den Kill bekommen. Allerdings wäre die Chance auch sehr, sehr groß gewesen, dass der Gegner mit der Drum Gun einmal den Ledge Classic macht und da einfach ein paar Headshots trifft, dann wäre er auch tot gewesen. War so auf jeden Fall die sichere Möglichkeit und das ist generell etwas, was viele viel zu selten machen, einfach mal von Fights disengagen. Das heißt, man muss nicht jeden Fight beenden, sondern man kann auch einfach mal weglaufen, wenn es sich nicht lohnt, auf den Fight zu gehen. Deshalb hier, wie gesagt, die definitiv bessere Möglichkeit gewesen. So kommen wir nochmal zu einer Szene aus genau der gleichen Runde und hier sehen wir auf jeden Fall, die Zone ist ganz gut entfernt. Er müsste hier relativ weit tatsächlich moven, dort oben ist er und er musste mal bis dorthin und weiß eben mal, dass um ihn herum relativ viele Gegner sind. Und jetzt immer die Frage, würdet ihr hier erstmal auf ein paar Gegner gehen, die hier um euch herum sind? Würdet ihr direkt in den Richtung nächste Zone moven oder würdet ihr warten, bis erstmal alle an euch vorbeigemoved sind und würdet ihr dann moven? Lightfishy entscheidet sich hier auf jeden Fall auf die Möglichkeit, dass er einen Gegner erstmal anschießt, beziehungsweise hier mit ein paar Gegnern fightet, denn so hat er eben halt zum einen die ganzen Mets und alles von ihm, hat die Leben von ihm und hat so eben halt deutlich entspannteren Move als normalerweise, da so eben halt alle anderen Gegner weggemoved sind und er eben halt auch diesen allerletzten Gegner, der eben halt am weitesten hinter ihm war, jetzt auch geklärt hat, was auf jeden Fall, denke ich mal, die beste Möglichkeit an dieser Stelle war. Kommen wir jetzt mal zur nächsten Szene aus dieser Runde. Wir sehen auf jeden Fall, Lightfish hat jetzt nur noch 81 Mets, davon größtenteils Holz und noch ein bisschen Metal. Auf jeden Fall nicht mehr ganz so viel und er hat noch ein Jump Pad und die nächste Zone moved jetzt eben halt die erste volldynamische Zone und jetzt wäre immer die Frage, würdet ihr entweder einmal mit dem Grappler in Richtung der nächsten Zone moven, würdet ihr mit einem Jump Pad, das er ja noch hat, in die nächste Zone moven oder würdet ihr euch einfach in die nächste Zone vortunneln? So, die beste Möglichkeit hier auf jeden Fall ist ganz einfach zu jumpheaden, also erst ein bisschen warten, bis die Zone einen eben halt mehr oder minder einholt und dann eben mal jumpheaden, da es generell immer am besten ist, in der ersten dynamischen Zone oder eben halt vorher zu jumpheaden. Später ist die Chance, dass man gelasert wird, einfach viel zu klein, die Zone ist viel zu gering und hier ist auch das Slow Jumphead wirklich der beste Weg einfach. So hat er Mets gespart und hat die Mets dann eben halt für die spätere Zone noch sonst noch übrig, wo man auch viel, viel weniger bauen muss als jetzt. Deshalb war es so auf jeden Fall die definitiv bessere Möglichkeit, auch wenn er jetzt hier natürlich low ist. Aber er hat, also hätte er sich eben halt reingeteilt, hätte er wahrscheinlich keine Mets mehr gehabt, hätte er mit dem Grappler sich reingegrappelt, dann hätte er vielleicht auch in der Luft deutlich mehr Leben verloren, weil eben halt alle aufmerksam auf ihn geworden wären. Also so war es auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Das Jump Pad kann man, wie gesagt, später auch nicht usen. Als nächstes haben wir hier eine Szene von Legends. Hier hat auf jeden Fall 4 Flossen. Loot ist absolut krass mit der mythischen Drum Gun und dann der mythischen Minigun noch dazu. Eine Tag ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Macht hier den Flopper-Player, gönnt sich Fische. Und was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr einfach straight in die Zone laufen, ohne dabei etwas zu bauen? Oder würdet ihr vielleicht einmal hinter euch schauen und gucken, ob vielleicht noch mehr Flopper-Player in der Zone sind? Ich denke mal, das sollte eine sehr, sehr leichte Aufgabe sein. Das machen so viele Leute falsch. Ich mache es auch häufig falsch und ich achte darauf einfach nicht. Sollte immer darauf achten, ob einfach noch mehr Spieler den Flopper-Player machen. Und so war es auch an dieser Stelle. Hier der andere Typ eben halt hinter ihm. Wie auch immer der heißt hier, genau, der TT9 Nazgul war eben halt noch dahinter mit Rocket Launcher, mit Scar und allem und finisht dann den Kill eben halt. Deshalb, auch wenn man sich vielleicht schon denkt, man ist ja schon lange in der Zone, ist er meistens immer nicht der Letzte in der Zone und deshalb sollte man immer hinter sich aufpassen. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Fehler.
War jetzt zwar immer keine schwierige Aufgabe, aber ich wollte es einfach mal anmerken. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in den Kommentare. Schreibt mir auch gerne weitere Szenen, die ihr vielleicht sehen wollt, falls ihr jetzt in den letzten Cups und so irgendein richtig nices Play gesehen habt oder etwas, was ich vielleicht ansprechen soll. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat natürlich dieses Video gefallen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.